Ja, hallo, meine lieben YouTube-Freunde. Es wird Zeit für ein neues Video. Zwar ein ganz kleines, aber es wird Zeit für ein neues Video. Und ich möchte euch noch sagen, ich wünsche euch sehr fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch ins Jahr 2024 mit viel Gesundheit und Herzlichkeit. Ja, was hat sich verändert? Ich hatte ja im damaligen Video gesagt, ich habe Kassetten gekauft. Und ja, und dann noch was. Und das sehen wir uns jetzt gemeinsam in diesem Video ein bisschen an. Ja, und zwar habe ich jetzt meine Denon Kassettendeck Serie voll. Ihr seht hier unten das DRS 610, weiter oben das DRS 640, das ich auch schon hatte, und ganz oben jetzt das DRS 810. Ja, die Besonderheiten dieses Modells sind die drei Köpfe, dann kann man hier Vor- und Hinterbandkontrolle natürlich machen mit dieser Taste, mit der Tape-Monitor-Taste, und ja, und alles andere ist im Gegensatz zu den anderen unter einer Klappe versteckt. Hier habt ihr den Output-Level, die Balance und die Bias-Einstellung. Also es ist ein sehr qualitatives Deck mit vier Motoren, einer für die Schublade und drei für das Laufwerk. Ich stelle es mal kurz an. Also wie ihr schwer unschwer sehen könnt, hier unten haben wir den MPX-Filter für Radioprogramme. Dann haben wir hier Dolby B und C. Dann haben wir hier Tape Size, das heißt eine C100, eine C90, C75, C60. Hier kann man schauen, wie lange das die Kassette noch ungefähr hat. Hier Memory und hier den Zählwerkstand zurückstellen. Schauen wir mal, ob die Schublade aufgeht. Jawohl. Und hier haben wir noch die automatische Erkennung der Kassetten, Typ 1, Typ 2 oder Typ 4. Hier haben wir Fernsteuersensor und hier den Ein-Ausschalter. Hier seht ihr die ganze Serie noch einmal im Überblick. Also unten das kleinste, DRS 610, 640 und 810. Die zwei unteren sind Zweikopfdecks und wie gesagt, das obere ist ein Dreikopfdeck. Sind alle gebaut worden in den 90er Jahren. Ja, das 18, das ich hier oben jetzt neu gezeigt habe vorher, das war
damals auch in verschiedenen Radioanstalten zu Gast, auch beim Bayerischen Rundfunk. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Lasst mir ein Like da oder abonniert mich, so wie ihr einfach Lust habt. Und ja, und dann wünsche ich euch noch einmal ein fröhliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Bis zum nächsten Video, euer David. Tschüss!